Der Sieg von Max Verstappen war das eine, aber der ganze Strafenhagel bis in den Abend hinein nach dem Formel-1-Grand Prix von Spielberg am vergangenen Wochenende war das andere. Und ein Thema, das es unbedingt zu besprechen gilt in der neuen Ausgabe von Pitwalk TV, unserem großen Experten-Talk mit Lukas Luhr, dem Ex-Rennfahrer, Timo Rumpfkeil, dem Chef eines der erfolgreichsten deutschen Nachwuchs-Formel-Rennteams, nämlich Team Motopark aus der Magdeburger Börde, und mit Inga Schracke, der Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk. Es wird eine lebhafte Runde mit vielen durchaus kontroversen Ansichten, gerade zum Strafenthema. Und da ist auch ganz wichtig, dass man sich mal in die Perspektive der Fahrer hineinversetzt, weil ja sämtliche angeblich sühnewürdigen Manöver einem ziemlich gleichen Drehbuch, einem ziemlich gleichen Strickmuster gefolgt sind. Das Ganze dröseln wir jetzt gleich in unserer großen Runde ausführlich auf und kritisieren dabei auch die Herangehensweise, wie diese Strafen überhaupt zustande kommen müssen, weil sie den Buchstaben des Gesetzes scheinbar unabänderlich und unabweichlich folgen müssen. Neben der Formel 1 steht an diesem Wochenende die Rallye-Seidenstraße ganz groß im Kalender von Motorsportfans mit Stil. Deswegen da nochmal darauf verwiesen, dass wir in der Pitwalk Collection jeden Abend einen aktuellen Podcast aus Sibirien mit den Stimmen direkt aus dem Biwak von den wichtigsten Teilnehmern online stellen. Am heutigen Dienstag fällt auf der Seidenstraße die Entscheidung. Matthias Wagner geht bei den Motorikern auf seiner KTM als Gesamtspitzenreiter in die letzte Etappe hinein. Die Chancen stehen gut, dass Wagner die zweite große Marathonrallye der Welt nach der Rallye Dakar heute Abend als Sieger beenden werden kann. Das Ganze hört ihr dann samt O-Ton von Matthias Wagner, ob Sieger oder Besiegter, in der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, deren beide letzte Cover da an der Wand hinter mir hängen. Jetzt aber viel Spaß mit der großen Formel-1-Analyse mit Lukas Luhr, Timo Rumpfkeil, Inga Schracke und mir, Norbert Otten. War auf den ersten Blick eine ziemlich eindeutige Angelegenheit. Max Verstappen hat sogar so viel Vorsprung gehabt, dass der sich einen extra Reifenwechsel hat leisten können, aus Sicherheitsgründen. Ich hätte irgendwie gedacht, Lukas, dass nachdem Lewis Hamilton sogar extra in den Simulator noch gegangen ist, was er normalerweise nie macht, dass denen bei Mercedes irgendwas Schlaueres einfällt, um dagegen zu halten. Aber selbst die Simulator-Session hat offenbar nichts mehr gefruchtet. Ja gut, ich meine, da sieht man mal, wie verzweifelt die Jungs sind, dass Red Bull momentan mit natürlich in Verbindung mit Max so dominant ist. Ne? Die sind, versuchen natürlich alles. Also man kann ihnen auf gar keinen Fall vorwerfen, dass sie da jetzt so hinnehmen. Selbst wenn so ein Lewis Hamilton in den Simulator geht, das sagt schon einiges aus. Ich glaube, die Steigerung davon wäre nur noch, wenn Kimi Räikkönen auf einmal anfängt, im Simulator zu fahren. Aber ja, das war wieder ein Grand Slam, ne? Also überall schnellster, wobei Max ja nach dem Qualifying nicht so begeistert war, gerade was die Strategie anging von seinem Team, ihn da so vorne rauszulassen. Ich glaube, er wollte ihn halt deutlicher eine aufbraten, aber im Rennen hat man dann relativ schnell gesehen, dass das, dass sich Red Bull da eigentlich nur selber schlagen kann. Und natürlich hat Mercedes auf der anderen Seite, ich sag mal, einen sicheren Platz von Platz 2 von Lewis ein bisschen verschenkt. Verschenkt im Sinne von, dass sie die falsche Strategie gewählt haben oder dass sie Lewis Hamilton da nachher mit dem Auto, was angeblich 30 Punkte Abtrieb verloren hat, einfach nur hilflos haben rumfahren lassen? Ich glaube sowohl als auch. Also da kam das eine zum anderen. Dann darf man natürlich bei allem, wo wir alle so euphorisch sind wegen dem Kampf jetzt Red Bull gegen Mercedes, darf man so Lando Norris nicht vergessen, der auch einen absolut mega Hammer Job gemacht hat. Besonders wenn man sich im Vergleich Ricciardo dazu anguckt. Also der fällt so langsam, aber sicher immer weiter hinten runter. Aber wenn Red Bull mit Max und auch Sergio war ja stark, der war ja auch vorne dabei, gut, ist dann natürlich da in Kurve 4 oder wie auch immer da nach außen gekommen, weil er unbedingt
den Anschluss halten wollte. Und dann hat der Lando zu ihm gesagt, nö, mit mir, an mir fährst du nicht außenrum vorbei. Und hat den mal nach allen Regeln der Kunst in Kiesbett befördert. Also wenn Red Bull da weiter anknüpfen kann, dann wird das für Mercedes dieses Jahr ganz, ganz eng. Das Thema Wobei ich muss außenrum in sagen, für Kiesbett mich ist. vorbei, Inga, ist ja eins, was dir auch auf der Seele brennt mit den ganzen Strafen, die da dich am Sonntagabend offensichtlich genervt haben. Ja, wobei ich wollte noch was anderes sagen. Für mich ist ja der, ich habe schon mal im Podcast angedeutet, für mich ist ja, weil der Lukas das auch sagt, mit dem der Verstappen war, der Max war nicht zufrieden. Für mich ist der Max der neue Mercedes. Also Mercedes hat ja bei dem überlegensten Siegen immer gesagt, ja, das war ganz knapp und fast hätte es nicht geschafft und beinahe wäre es nicht gelungen. Und genauso ist jetzt der Max. Super souverän, super überlegen und dann, ach nee, war eigentlich doch nicht so gut und es war gar nicht super. Weiß nicht, ob er sich da was abgeguckt hat oder ob das typisch ist, dass keiner mehr sagen kann, ja, yeah, wir sind die Besten. Keine Ahnung, Timo, macht ihr das, wenn ihr die Besten seid, dass ihr dann auch sagt, oh, war eigentlich nicht so gut oder sagt ihr schon, hey, das war jetzt richtig gut? Wir sind die Besten. Ha, Gut. super. Ausrufezeichen. Nein, ich glaube, Scherz beiseite, ich glaube, im Qualifying war es wirklich eng. Also das hat mich hat's Ja, gewundert, dass sie 48.000stel. haben. Ja, das war, weil, sag mal, zum Schluss das extra Gummi schiebt natürlich. Und das haben sie beim nicht gut gelöst. Also der war wirklich von der Track Position, das war nicht optimal. Und auch vom Luftdruck, von der Autoeinstellung war es, glaube ich, auch nicht optimal, weil wenn man die erste Zeit, die er gefahren ist, die war gut. Beim zweiten legst du dann 2 Zehntel nach, die Lando auch geholt hat. Und die waren einfach nicht da. Deswegen war der Max da berechtigt unzufrieden. Und ich glaube auch sehr wissentlich, wie eng das war, weil 48 Hundertstel ist natürlich Tausendstel. nichts. Ne? Also Tausendstel ist Also natürlich nichts. 100, 100, du bist richtig. Ich bin blond. 80 Hundertstel, nicht 48.000stel. Auch noch irgendwo, ja. Also das ist ein Thema, was, glaube ich, wirklich sehr eng war. Und ich glaube, da war das Berechtigung im Rennen, war absolut dominant. Aber auch da spielt es halt wieder rein, wenn du mal einmal von der Sonne da losfährst und dein Rennen dir selber einteilen kannst, dann ist es vielleicht dieser Netto-Pace-Unterschied von 2 Zehntel oder 3 Zehnteln, der wirkt sich größer aus, weil der hinterherfährt, natürlich dann auch langsamer wird irgendwann. Ja. Also das heißt, du kannst deine Pace sauber fahren und die anderen nicht mehr. Und dann ist das Ergebnis dementsprechend eindeutig, so wie es bei der Mercedes auch oft gesehen war. Und da war es ja im Endeffekt, die Rollen einfach nur vertauscht, dass der Red Bull da auf 1, 2, 3 Zehntel dran war und dann im Rennen halt doch entsprechend deutlich dort wegfährst, weil du einfach deine eigene Pace fahren kannst. Du kannst es maximieren und die anderen müssen sich nach dir richten und sind dann natürlich nicht in der Lage, ihre Pace zu fahren. Ja. Was der Max auf jeden Fall gehabt hat, ich war ja am Ring, ich habe das mitgekriegt, ich war auch zum ersten Mal, dank Einladung vom Red Bull Ring, also vielen, vielen Dank nochmal, war ich zum ersten Mal in all meinen Jahren Formel 1 tatsächlich auf der Tribüne. Keine Akkreditierung, sondern war wirklich bei den Fans. Ich war nicht oben am Schönberghof in dieser orangefarbenen Wolke, aber ich war auf der Haupttribüne statt Ziel. Das war schon die Wahnsinnsatmosphäre. Hey, ganz ehrlich, das kriegst du gar nicht mit, wenn du im Fahrerlager bist. Bei jeder Runde, die der Max gefahren hat, ob in der Quali, gut, im Rennen nicht jede Runde, aber in der Quali oder auch im Training, jede Runde, wo der Max vorbeikommt, stehen die alle auf und klatschen. Das hört er nicht, aber diese Bewegung nimmt er, glaube ich, schon wahr, wenn die da alle auf einmal hochgehen und da oben am Schönberghof, also da war ja alles orange. Das kriegst du mit dem Auto, oder? Lukas? Ja, du kriegst das schon mit. Ich meine, wenn du die Tribüne vorbeifährst, war ja lustig, dass Lando gesagt hat, alle in Orange, die sind alle wegen McLaren hier. Also das sieht man dann schon, wenn du auf einmal so ein orangenes T-Shirt mehr vor dir hast. Aber was ich so cool finde an dem Max, der freut sich, wenn er gewonnen hat. Aber der ist jetzt nicht so überschwänglich. Er sagt, ja, Rennen war okay, haben gewonnen und gut ist, auf zum nächsten. Ne? Also der ist da so ganz cool und ja, wenn du andere Fahrer siehst, wenn die gewinnen, die reißen ja da das Parc Fermé und springen zu ihren Mechanikern und so. Und auch Ja, auf aber der das ist doch Pressekonferenz. schön.
Ja, natürlich ist das schön, aber er ist, ich habe so den Eindruck, er sagt, ja, Hauptsache gewonnen, schnell weg, ab zum nächsten. Ne? Also der ist wirklich, also man darf ja eins nicht vergessen, er ist immer noch sehr, sehr jung. Und für sein junges Alter schon extrem abgebrüht. Und was viele, glaube ich, immer unterschätzen, dieser Druck, A1-Ring oder Red Bull-Ring. Zu Hause, die ganzen Partner, Sponsoren, alle sind da. Natürlich die ganze Führungsriege von Red Bull. Und dann muss man natürlich im Red Bull abliefern. Und das macht er par excellence. Und umso erstaunlicher ist dann, also er hatte ja im Funk, im Qualifying schon ein bisschen einen Ausraster gekriegt und hat gesagt, Freunde, das macht ihr nie mehr mit mir. Wo Christian Horner sich dann eingeschaltet hat und hat gesagt, ah, Pole Position, well done. Der hat wahrscheinlich gedacht, du Depp, trotzdem habt ihr hier Scheiße gebaut. Also die ganze Art und Weise, wie er rangeht und auch so die, was absolut beeindruckend ist, wenn man sich das freitags anguckt. Erstes Training, erste Runde ist der Max zu 100% da. Und das hatten wir ja letztes Mal schon. Timo hat es angesprochen, dass er da in der Formel 3 schon seine Qualitäten hatte, gerade im Regen. Und ich glaube, das kommt dem jetzt immer mehr zugute, weil gerade wenn du in so einem engen Kampf bist und du fährst raus und kannst direkt bestätigen, wir sind da, wir haben das richtige Paket, wir sind auf dem richtigen Weg, glaube ich, ist das mental ein Riesensprung für ihn, aber auch für das ganze Team. Klar. Dann lass uns zum Thema Strafen kommen, Inga, was dich ja schon dermaßen genervt hat. Schildere doch mal zunächst einmal die Ausgangslage, warum es da so viele Strafen geben musste. Da ist ja immer noch die große Frage. Also, ich denke mal, das lag auch an der Rennleitung, auch vielleicht an dem Fahrer-Steward, aber da können die beiden Herren aus dem aktiven Renngeschehen in dieser Runde vielleicht mehr dazu sagen. Bei mir war das nur echt so, ich muss ganz ehrlich sagen, am Sonntag nach dem Rennen, ich habe mir mein E-Mail mal einen Screenshot gemacht. Ich hatte, ich glaube, 17 Mails alleine, Summons, also Leute, die zur Rennleitung beordert wurden. Das ist Autonummer 10, 3, 99, 6, 16, 9, 55, 11, 7, 63, 5, 7, 22, 18, 11, 11, 22 und so weiter und so fort. Und dann wurde die eine bestraft und die andere nicht. Aber allein die Tatsache, dass das so viel war, ich glaube, das war Rekord. Und ich persönlich bin natürlich nicht der Mega-Experte und ich stecke auch nicht drin im Auto und ich stecke auch nicht drin in der Rennleitungsentscheidung, aber ich finde, es war too much, es war zu viel. Und wenn man so viel macht, meiner Meinung nach, dann sehe ich irgendwann kein Racing mehr, weil ja jeder Angst hat vor einer Strafe. Oder sehe ich das falsch, Jungs? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte für keine der Inzidenz dort eine Strafe gesehen. Ganz nüchtern aus folgendem Grund, wenn du dort überholst und außens probierst in den beiden Ecken, dann gehst du ein gewisses Risiko. Und das Risiko kannst du, also du kannst da nur sauber überholen, wenn du es schaffst, auf der Bremse vorzufahren und den im Endeffekt eng halten kannst. In dem Moment, wo du einfach nur auf dieselbe Höhe kommst, bist du einfach darauf angewiesen, dass der Mensch, der innen fährt, freiwillig die Position hergibt. Und wenn man jetzt der Meinung ist, dass in der dritten oder vierten Runde ein Lando Norris freiwillig einen zweiten Platz dahergibt, ist das ein gewisses Risiko, was man eingeht. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann muss man auch akzeptieren, dass es nicht funktioniert hat. So sehe ich das. Dazu kommt, ich glaube, wer waren die Stewards? Derek Warwick. Derek Warwick. Ja, aber das war der einzige Rennfahrer. Da war Walter, wie heißt der? Walter Probst oder Jobst, ein Österreicher. Dr. Enser war, glaube ich, Ja, meiner Meinung Ender, ja. nach. Und Paolo Longini, der auch, den wir genossen haben, schon in der 4 Formel 3. Und das ist, sag ich mal, oftmals ist es halt so, oder generell war es so, dass wenn ein Kontakt da ist, das immer untersucht werden muss,
und auch immer irgendeiner beschuldigt wurde. Es ist ganz selten, dass dort mal ein Race-Inzident oder sonst irgendwas draus gemacht wurde. Und das ist einfach so eine generelle Attitüde, die sicherlich gutes Racing dort unterbindet und auch dann als nächsten Schritt dann wieder dahin geht, dass man vielleicht auch das in auf anderen Strecken, wenn man Red Bull Ring hat, man ja Gott sei Dank Schießbetten. Ja, das muss man mal wirklich sagen, dass man auch wirklich vernünftige Autorennen sieht, weil auf einer anderen Strecke werden die jetzt wieder außen rausgefahren, dann hätte er wahrscheinlich der Innere eine Strafe gekriegt und in dem Moment hättest du sogar davon profitiert. Und ich denke, die sollten die lieber vernünftig fahren lassen und dann mit Augenmaß sowas bewerten, weil ich glaube, jeder, der dort mal in so einem Auto gesessen hat und das vernünftig bewerten kann, kommt da hinzu, dass es gewisse, dass es ein sehr großes Risiko dort ist, wenn du außenrum fährst und wenn du es nicht schaffst, halt einfach auch nach vorne zu fahren. Wenn du es nur schaffst, auf dieselbe Höhe und außen zu fahren, ich weiß nicht, kann ich ganz ehrlich sagen, als aus Teamchef-Sicht hätte ich in Lando eher die Ohren lang gezogen, wenn er den da außen vorbeigelassen hätte. Und Lukas hätte wahrscheinlich sich selber geohrfeigt, wenn er ihn einer außen überholt hätte. Und das ist einfach da der falsche Weg. Und jetzt hat es ja dafür auch, glaube ich, genug Kommunikation gegeben. Hoffen wir mal, dass die da vielleicht ein bisschen mehr das Hirn einschalten bei der FIA. Und da einfach, es ist ja im Endeffekt, die Stewards setzen ja auch nur das um, was die FIA sagt. Es ist ja nicht, dass dann Derek Warwick, Walter Jobst, Dr. Inser dort sitzen und dann einfach entscheiden, was die letztendlich mit ihrer Meinung dort vertreten. Es ist ja ein gewisses Vorgespräch bei den ganzen Sachen dort, gewisse Doktrinen, wie solche Sachen gehandelt werden sollen und. Und ich denke, das sollte im Sinne des Sports anders aussehen. Ich finde, man muss da irgendwie mal den Rennfahrer, ich finde, man muss einfach mal einen Rennfahrer hören, Lukas. Du bist noch am nächsten dran. Ich erinnere mich an ein Rennen in Macau vor 2 Jahren, was, glaube ich, als Maro Engel in dieser Sophia Flörsch Gedächtniskurve da irgendwo innen reingestochen ist. Und ich glaube, Marcello war es, ihm die Tür zugemacht hat im GT3, aber Maro schon so weit innen war, dass er sagte, in dem Moment hatte ich mich entschieden, diesen Move zu machen, also musste ich ihn auch durchziehen. Dann war dann irgendwie, wie in der Fliegersprache zu sagen, da war dann der Point of No Return erreicht. Das hast du doch wahrscheinlich in der Situation, wo diese Strafen gefallen sind, genauso. Du sagst, irgendwann entscheidet sich der Rennfahrer, ich probiere es jetzt außenrum, also muss man dann auch mit dem Risiko leben, was damit einhergeht, oder nicht? Ja, absolut. Zumal, das ist schon wie Timo sagt, also jeder, der versucht, da außenrum zu fahren, geht bewusst das Risiko ein, dass der Innere ihn außen verhungern lässt. Das ist einfach so, weil außenrum überholen ist ja nun mal die Höchststrafe als Rennfahrer. Ja? Also außenrum überholt werden. Wenn du außenrum überholst, bist du der Hero, lässt du dich außenrum überholen, bist du der Depp. Aber gerade in dieser speziellen Kurve, die ja wirklich abfallend ist, dann nach außen neigt, wieder hochkommt, das ist genau 100%, wie Timo sagt. Also wenn du da als Fahrer ansetzt und willst außen vorbei, dann musst du vorne sein. Sobald du auf gleicher Höhe bist, lässt der Innere dich außen verhungern. Und das ist auch sein gutes Recht, meiner Meinung nach. Und die ganzen Strafen da und dann immer dieses, he pushed me off the track. Ja, du Idiot, dann fahr doch nicht außen daneben. Ja? Also da, wenn ich sowas höre, da könnte ich in den Fernseher springen. Also das ist für mich diese Mimimi-Mentalität. Ja, dann fahr nicht außen daneben, dann pusht er dich nicht off. Und die einzige Strafe, die, glaube ich, gerechtfertigt war, oder die einzigen 2 Strafen an dem ganzen Wochenende, war Tsunoda, der 2-mal so dämlich ist und fährt über die weiße Linie am Pit-Entry. Alles andere, da sollten die hohen Herren von der FIA sich mal wirklich Gedanken machen, ob sie nicht endlich mal aufhören, dieses Rennen fahren. Und wenn man da mal auch mit dem Formelauto nebeneinander und berührt sich mal ein bisschen, das ist Rennen fahren. Was anderes ist jetzt, wenn dir einer hinten stumpf ins Heck fährt, der hat eine Strafe verdient, gar keine Frage. Aber dieses Rennen fahren nebeneinander und wie Timo sagt, bei anderen Rennstrecken ist dann auch, he pushed me off the track, da sind 6,5 Kilometer Betonauslaufzone, der lässt voll auf der Wumme stehen und fährt wieder vor ihm. Also da sollten sie wirklich mal ihre Gangart überdenken im Sinne des Sports. Weil was wollen die Leute sehen? Die wollen Action sehen, die wollen Überholmanöver sehen, die wollen Zweikämpfe sehen. Und durch solche Entscheidungen
bin ich der Meinung, wird der Zuschauer an der Attraktivität des Sports beraubt. Und das kann nicht sein. Ja, ja, ich stimme dir zu, aus vollstem Herzen. Und weißt du, wer da noch zustimmt? Toto Wolff hat fast das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, schaut doch mal, wenn ihr bei den Sechsjährigen im Go-Kart guckt, da ist das völlig normal. Da wird er auch nicht bestraft. Die probieren halt, was geht. Und da lernen sie es ja alle. Ja, selbst Toto Wolff sagt, er hat die Sachen, die er jetzt neben seinem Fokus auf seine Fahrer gesehen hat, Checo außen vorbei, Charles Leclerc, Perez, Kurve 6. Also er sagt, keine Strafe da. Und er sagt das Gleiche auch wie du, Lukas, und auch wie du, Timo, wenn du bei 220 außen bist, dann genau das, gehst du selber das Risiko ein. Und das Nächste, was dazu ist, in all den Inzidenz oder all den Vorfällen, sag mal, der Perez hat es kommen sehen, ja, dass es da nicht mehr ausgeht. Der Leclerc hat es zweimal kommen sehen. Und da musst du dir selber die Frage stellen, ob du dir jetzt einen Zacken aus der Krone brichst und nochmal vom Gas gibst und vielleicht ein oder zwei Plätze hergibst. Oder drauf bleibst und ins Kiesbett fährst und sechs Plätze hergibst, wie es der Perez gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie viel der Leclerc verloren hat. Aber am Ende des Tages waren für alle da auch noch die Optionen, eine Schadensminimierung zu machen, die sie nicht gemacht haben. Ja, ja, aber das ist genau der Punkt, den du ansprichst, Timo. Ich verstehe die Mentalität der Fahrer nicht. Du gehst das Risiko ein und dann merkst du ja irgendwann relativ schnell, oh Scheiße, das geht sich nicht aus. Also lupfisch und verliere ein oder zwei Plätze. Okay, sortiere mich wieder neu, greif wieder an. Aber dann 6, 7 Plätze zu verlieren und dann ihr pusht mich off the track. Da würde ich als du jetzt sagen, bist du selber schuld, du Depp. Du kannst ja auch vom Gas gehen. So, ja, und dann will ja noch weitergehen. Im Endeffekt hat er erst gejammert und dann hat er Leclerc zweimal rausgeschickt. Ja. Perez hat ja erst geweint, dass er so böse war. Und dann hat er dasselbe zweimal mit dem Leclerc gemacht, was ja kein Millimeter Unterschied war. Also das ist halt schon ein Thema, ich denke, das wird bestimmt auch im Debrief da nochmal vernünftig gekommen sein. Das ist halt von ganzem Management nicht sonderlich gut gewesen. Ja. Eine Strafe, die ich zum Beispiel auch nicht unbedingt gerechtfertigt oder notwendig fand, ist die 3-Plätze-Strafe für Vettel in der Quali, wo der Alonso gemacht hat. Man hat mal wieder von Alonso was gehört. Da waren eigentlich etliche andere Autos, ich glaube sogar fast 10 andere Autos, auch noch mit 7 bis 10 andere Autos auch noch mit beteiligt. Das war eigentlich gar nicht Vettel, aber da haben sie mal eben auf Vettel geschaut und die anderen haben sie nicht beteiligt. Ja, also da gebe ich dir recht, weil Vettel war natürlich, und es gab vorher ja ein Briefing, dass sie zwischen Kurve 7 und 8 langsam machen sollen und nicht zwischen Kurve 9 und 10. So, jetzt kam Alonso natürlich auf seiner schnellen Runde angehämmert und davor hat sich ein Zug gebildet und dementsprechend ein Ziehharmonika-Effekt. Jetzt haben sie Vettel bestraft, finde ich auch unfair. Also wenn sie da bestrafen, weil sich keiner dran hält, dann hätten sie auch alle, die vor Vettel gefahren sind, bestrafen müssen, weil er kann ja dann auch nicht durch die durchfahren. Ja, also das sind so Sachen, und wenn man, du hast ja Telemetrie, du hast ja komplette Datenaufzeichnung, und wenn ich sehe, dass einer mit dem Formel-1-Auto zwischen Kurve 9 und 10 mit 100 rumjuckelt, dann gehört der für mich bestraft, weil es ist gefährlich. Du hast gerade zwischen Kurve 9 und 10, Kurve 9 geht es erst ein bisschen hoch, dann siehst du das im Formel-Auto nicht, was hinter der Kuppe ist, und dann kommt der um die Kuppe gehämmert und da auf einmal steht ein Auto. Also man hat ja das immer wieder gesehen in der Replay, auch aus Alonso Cockpit-Sicht. Das war schon eng. Also da hat nicht viel gefehlt und da hätte es mal richtig gerappelt. Ja. Aber dafür Vettel zu bestrafen und nicht die vor ihm Fahrenden, die ja letztendlich der Auslöser waren für diesen Ziehharmonika-Effekt, ist auch wieder, ja, Hauptsache mal einen bestraft, aber nicht wirklich nachgedacht. Problem war, dass die zwar auch das falsch gemacht haben, aber schlussendlich war es Sebastian, der dem Alonso die Runde kaputt gemacht hat. Ja. Das ist das Thema. Und
da war es ja auch, dass da die Kommunikation da war vom Team, er es aber wahrscheinlich nicht vernünftig verstanden hat und so ein Speed-Delta da war. Also das hätte man sicherlich ein bisschen besser managen können. Aber am Ende des Tages haben die es alle falsch gemacht, die vor ihm waren. Ich weiß gar nicht, wer das alles war. Aber im Ende hat er Alonso behindert. Und deswegen, die anderen haben es auch falsch gemacht. Ob sie da eine Strafe für verdienen oder in welcher Art und Weise, das ist sicherlich zu diskutieren. Aber am Ende des Tages hat er dem anderen die Runde kaputt gemacht. Und dafür ist dann eine Strafe oder auch ein Regelwerk drin. Da können die Sportkommissare auch gar nicht wirklich viel was anderes machen, weil da hängt mittlerweile quasi in dem Menü hinten an den sportlichen Regularien drin und da kannst du schon vorher nachlesen, Impeding, dann kannst du sehen, gibt es drei Plätze, das ist schon sehr, sehr eng gestrickt. Also ob das alles Sinn macht oder nicht, das will ich gar nicht diskutieren, aber am Ende des Tages hat das Regelwerk für die Sportkommissare dort wenig Spielraum gelassen. Aber ich möchte das diskutieren, denn schau dir mal nach England zum Beispiel, wenn da die britische Tourenwagenmeisterschaft fährt, wie es dazu geht, da sind ja teilweise Manöver, die würden in der Formel 1 ja mit der Todesstrafe gesühnt werden. Oder in der IndyCar genauso. Das ist richtig, aber das ist, weil die aktiv halt Motorsport haben möchten, der die Zuschauer unterhält und dir da vielleicht auch nicht der ultimative Kontrollwahn da ist. Ja? Deswegen, ja, ich halte das, ich meine, es ist im Qualifying auch ganz normal, immer am Red Bull Ring, mit egal welche Rennserie du dort bist, ist es im Qualifying immer eine Situation, dass die Leute sich eine Position suchen. Am Ende vom Qualifying in Monza werden wir das Gleiche wieder sehen. Das ist einfach die Natur des Rennens und das kannst du kontrollieren und machen wollen, wie du möchtest. Es wird am Ende des Tages nicht möglich sein, es zu kontrollieren. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, was ich vorhin in einer der vorherigen Geschichten habe. Ich finde es halt immer schwierig und grenzwertig, etwas zu kontrollieren und zu bestrafen, wenn du nicht sicher bist, dass du auch alle bestrafst. Ne? Weil am Ende ist es jetzt so, Sebastian hat eine Strafe gekriegt, gemäß dem Regelwerk zurecht. Die anderen davor hätten im Endeffekt auch eine Strafe verdient, weil sie sich nicht an die Absprache gehalten haben, die es ja vorher genau gab. Nur dann ist wieder das Problem, dann sagt der Rennleiter, ich möchte das nicht, ist aber vom Reglement nicht untermauert. Das steht dann in ihrem fünf Seiten langen Menü an Strafen nicht drin. Der Rennleiter hat gesagt, ihr dürft nicht langsam fahren, das ist die Strafe. Und dann kommen halt die wieder in Argumentationsnot. Das ist halt einfach trotz der Herrscher von Leuten, die so ein Reglement machen, leider nicht wasserfest. Aber da ist meine Frage jetzt, ist dieses Reglement denn nicht zu, ja, ich sag mal, Schubladendenkenmäßig, weil du sagst es ja richtig, da ist ein Strafenkatalog, der besagt ganz klar, wenn der Vordermann den Hintermann behindert, beziehungsweise dessen Runde kaputt macht, gibt es Strafe X. Ja? Warum der das gemacht hat, da müsste man doch meiner Meinung nach die Scheuklappen etwas öffnen und dann, also die Grundstrafe, dass es da, ich sag mal, einen Grundkatalog gibt für dieses Vergehen, diese Strafe und so weiter. Aber das Ganze etwas situationsbedingt nochmal Stück für Stück zu analysieren, würde doch dann in dem Fall viel mehr Sinn machen, als da stur nach seinem Katalog gehen und sagen, ja, der hat behindert, so drei Plätze nach hinten. Kann ich nur unterschreiben, nur ist vielleicht nicht gewollt, der Interpretationsspielraum bei dem Reglement oder die höhere Wahrscheinlichkeit, dass das einfach, als dieses Menü dort geschrieben wurde, einfach nicht berücksichtigt wurde. Also ich habe mal die Erfahrung. Ich habe mal die Erfahrung gemacht bei einer Rennserie, wo ich gefahren bin in Deutschland, eine große GT-Sportserie. Da war dann auch was und dann bin ich hoch zu der Rennleitung und zu den Kommissaren und dann haben die gesagt, ja, aber es ist jetzt schon 4 Uhr, wir haben jetzt Feierabend, also das können wir uns jetzt nicht mehr angucken. Nee. Vielleicht, ja, und das war nicht nur einmal so. Vielleicht sind die Herren ja dann auch schon beim Feierabendbierchen und haben keinen Bock mehr, sich den ganzen Kram anzugucken. Aber man weiß es nicht genau.
Aber dann hätte ich, ich kann es nicht sehen, dann hätte ich nicht so viele E-Mails gekriegt. Ja. Ja. Die gingen ja bis in den Abend. Und dann hast du wieder gewartet und wieder gewartet, ob irgendwas kommt und was jetzt noch kommt und wann dann nur endlich das Rennergebnis official ist. Weil wenn du an der Strecke bist, musst du ja als Presse zumindest und als Team ja auch so lange da sitzen und warten, bis dann irgendwann dieses Official kommt. Ja, also man muss fairerweise dazu sagen, Red Bull Ring ist für sowas halt immer schwierig. Track Limits ist ein Thema. Es ist gutes Race, das ist ja mal ein Rennen, wo wir Überholmanöver gesehen haben. Das sollte man ja höchst dankbar sein. Aber das provoziert natürlich auch Incidents, wo einfach Leute ineinander reinfahren oder ähnliches oder Spur zu oft wechseln oder was es da alles für ein Gepolter gibt. Deswegen ist das am Red Bull Ring immer sehr intensiv und auch für die Rennleitung und für die Sportkommissare nicht einfach. Aber das sind ja auch Profis und das ist deren Job. Und wenn die zum Red Bull Ring anreisen, dann wissen die am Montag schon, was die Probleme des Freitag, Samstag, Sonntag sind. Und du meinst, die haben diese E-Mail-Liste schon am Montag? Nee, aber die sind ja, das sind ja intelligente Menschen, ja. Zumal ein Großteil würde ich das mal deutlich unterstellen. Und da wissen die einfach, was die dort trifft. Und das ist halt einfach eine Frage, wie man sich darauf vorbereitet. Vielleicht, wie man auf die Fahrer, das finde ich, ist ein ganz entscheidendes Mittel, wie man auf die Leute in der Fahrerbesprechung schon eingeht und das klar macht. Wir haben dort Rennen gehabt, wo wir mit der 4 Formel 3 dort vor Ort waren, wo wir dann Samstagabend ein Meeting hatten und ein hoffnungsloser Rennleiter vor uns saß und Sportkommissar und uns nachher am Ende gefragt haben, wie wir es denn gemacht haben wollten. Und nebenher lief ein Livestream vom DTM-Rennen, wo die einfach ein Autorennen gefahren sind. Und da hat es den Sven Stoppe damals dann nicht interessiert, ob irgendeiner da 5 Zentimeter weiter rausgefahren ist, 10 Zentimeter oder sonst was. Und es gibt halt einfach, da muss man sich vorher aktiv mit auseinandersetzen. Ich denke mal, das wird in der Formel 1 sicherlich ein Thema sein, was die auch gemacht haben. Aber ich glaube, wenn man da vorher drauf einwirkt und ein ganz klares Regelwerk für uns als Team, das ist das Wichtigste beim Fahrer, sagen wir gesagt, fährst du dreimal raus, beim vierten Mal kriegst du eine 5-Sekunden-Strafe und raus. Dann ist es ja einfach. Und dann kann es ja auch jeder nachvollziehen. Das Problem ist, wenn man irgendwo Sachen hat, die nicht gut kontrolliert sind und der eine fährt 5-mal raus und es wird nur 2-mal gezählt und der andere fährt 7-mal raus und es ist nur 1-mal gezählt, der andere fährt 3-mal raus und es zählt 3-mal, das ist einfach das, was du dort nicht haben möchtest, weil am Ende des Tages ist das ganze Zeug dafür zu professionell, zu teuer. Es geht um zu viel, um dort einfach so eine Amateurvariante zu haben. Und da ist es halt so, dass man, glaube ich, wenn man das gut mit guten Leuten besetzt hat, das ist am Red Bull Ring 100% der Fall mit den Kurven, die dort relevant sind und die Sachen dort zackig abarbeitet, dann kann man das, glaube ich, deutlich schlanker gestalten, als es dort ist und im Vorhinein da rein das ganz klar kommuniziert, wie man es haben möchte. Und das sehe ich halt immer das Problem. Ich war jetzt ja nicht vor Ort, kann das nicht sagen, aber ich sehe auch bei den 4 Formel-3-Rennen, da gab es am nächsten Morgen immer neue Ergebnislisten, wer dann nachher das Rennen gewonnen hat und wer auf dem Podium stand und alles. Und das ist einfach nur eine Unterstreichung der ganzen Geschichte, dass dort das ganze System nicht passt, weil es kann nicht sein, dass da abgewunken wird und dann 5 Stunden später erst klar ist, wie die Positionen sind. Das ist einfach dann nicht gut genug. Ja, und das ist ja mein Thema. Wenn du ein Rennen siehst und da steht ein Podium 1, 2, 3, und dann wird im Nachhinein entschieden, dass Podium 1, 2, 3, 7, 9 und 12 sind. Das ist aus meiner Sicht ganz klassisch gesagt eine Verarschung am Zuschauer, weil der Zuschauer steht da und sagt, die habe ich gesehen. Und um dieses Ganze, wie man es besser machen kann, da sind die Herren in Paris wahrscheinlich 100-mal schlauer als ich, aber Fakt ist, sie müssen sich meiner Meinung nach da in Zukunft was einfallen lassen, dass nicht, wie Inga sagt, die ganzen Teams und auch Fahrer, du musst ja als Fahrer auch da bleiben, bis das Official Result kommt und der Rennleiter will dich vielleicht nochmal sehen, dass dann erst abends um Rennen ist um 5 Uhr zu Ende oder von mir aus um 4:30 und du abends um 23 Uhr hast du immer noch kein Official Rennsieger. Das kann meiner Meinung nach nicht sein. Wir schlagen jetzt Lukas als neuen Fahrer-Steward vor. Einverstanden? Ja. Muss ich dazu sagen? Ja, nicht zu helfen, weil du immer noch in der Vierer-Falle drin hängst, oder?
Also ja, ich glaube. Dazu, ich habe am Red Bull Ring zum GT Masters und da habe ich mich mit dem Dirk Adolf unterhalten und der hatte eine ganz interessante Meinung dazu, weil da ging es um genau das Thema und er dachte, eigentlich sind wir alle selber schuld als Rennfahrer, weil wir haben es nicht geschafft, dass sich irgendwie mal 2, 3 gute Rennfahrer den Schuh anziehen und sagen, ich mache das als Rennleiter, ich mache das als Sportkommissar, um dort mit einzuwirken. Und da ist wahrscheinlich vieles Wahres dran, dass das wahrscheinlich helfen würde. Er hat das, hat einen sehr guten Vergleich gemacht, aber den kann man jetzt hier leider in der Öffentlichkeit nicht so richtig bringen, wie was man welchen Dingen. Aber es macht natürlich schon Sinn, wenn man einfach, man hat einfach einen anderen Blick davon, wenn man als Rennfahrer diese Sachen einfach durchlebt hat. Und das ist einfach ein Thema, das ist uns in Deutschland, glaube ich, nicht sonderlich gut gelungen, obwohl wir sehr gute Rennleiter haben, das muss man dazu sagen, aber wir haben auch welche, die es nicht sonderlich gut machen und Sportkommissare ist genau das gleiche Thema. Da ist es einfach in der Masse, man muss ja heutzutage froh sein, dass Leute machen, weil das ist ja nun ein Thema, Sportkommissar ist ja auch ein Job, den muss man machen wollen, weil wenn man dort anreist, weiß man eigentlich, dass man von Freitag früh am Red Bull Ring bis Sonntagabend nur Gejammer, Geheule und Geschrei hat. Also das ist eine Sache, das muss man auch wollen. Aber im Endeffekt ist es sicherlich ein Thema, flapsig gesagt, dass er Lukas Rennleiter werden sollte. Aber dass Leute, die einfach diese Sachen, diese aktive Karriere gemacht haben, sich dort einbringen, das wäre sicherlich ein richtiger Schritt, so Sachen aufzubauen. Dann muss man nur denjenigen finden, der sich in diesen Strukturen dort wohlfühlt. Schönes Schlusswort. Das sollten wir uns mal aufheben für die nächste Runde, dass wir genau einen ausschnapsen, den wir da hinsetzen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal. Was soll man sagen? Die Buchstaben des Gesetzes lauten so, wie die FIA sie vorgeschrieben hat. Das haben, glaube ich, Timo Rumpf, Kran und Lukas Luhr sehr klar rausgearbeitet. Die Sportkommissare hatten wahrscheinlich gar nicht viel andere Möglichkeiten. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass das, was wir schon nach der Sebastian-Vettel-Strafe von Montreal in Podcasts besprochen haben, immer noch greift und immer noch der Umsetzung hart, nämlich zu sagen, eines schönen Tages muss das Regelwerk mal so reformiert werden, dass solche Strafenhagel nicht mehr stattfinden und dass es vielleicht eher geht wie in der BTCC, der britischen Tourenwagenmeisterschaft, oder auch wie in der IndyCar-Serie oder anderen US-Sportserien. Eine gesunde Härte sollte und müsste erlaubt sein und das müsste auch die Interpretationsfreiheit, der Ermessensspielraum bei den Schiedsrichter-, sprich Sportkommissarentscheidungen hergeben. Das liegt nicht in unserer Macht. Das kann man als Journalist nur einfordern in Kommentaren oder in entsprechenden Talkrunden. Und irgendwann müssen die Funktionäre darauf reagieren. Wir machen weiter mit der Rallye Seidenstraße. Ich hatte es ja eingangs gesagt, die Entscheidung am heutigen Dienstag und dazu dann entsprechende Nachbereitungen. Sicher auch in Videoform mit Material zum möglichen Sieger Matthias Walkner aus Österreich, wenn es denn heute tatsächlich so kommt. Bleibt also gespannt und aufmerksam, was noch so kommt in der Pitwalk Collection, sei es auf pitwalk.de oder auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Auch die IndyCar wird dort ein Thema sein. Das Rennen auf dem Sportscar Course in Mid-Ohio ist das nächste Highlight, das online gehen wird, mit einem auf Deutsch kommentierten Highlight-Zusammenschnitt vom Sieg des Joseph Newgarden am vergangenen Sonntagabend. Bis dahin danke, dass ihr dabei gewesen seid. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, mit der großen Titelgeschichte zum Comeback der Gruppe C auf dem Hockenheimring, beim Rennen Ende August natürlich. Und ansonsten weiter viel Freude und Vorfreude aufs Warten der nächsten Pitcasts und der nächsten Episoden von Pitwalk TV. Danke fürs Reinschauen. Bis bald, euer Norbert.